Willkommen zurück zu Let's Play Starboard Together hier mit der kompletten Gamerinsel.de Crew. Hallo. Weißt du, dass du dich anhörst wie so einer von diesen komischen Fahrattraktionen auf dem Schützenplatz und dann, ja hallo, seid ihr wieder dabei hier? Noch eine Runde, noch einmal geht's los. Ja, wir müssen auch bei dem Screen dabei gewesen sein, auf dem wir gerade sind. Wir haben nämlich die ganze Zeit mit dem Bogen nebenbei herumgeschossen auf Monster. Das war total beabsichtigt. Wir sind ja im Schützenverein, ne? Ohne Scheiß. Genau so ist es. Genau so. So, was machen wir jetzt in dieser Folge? Mir fällt gerade auf, die sind alle über uns, Alter. Ja, müssen wir hinten nach rechts gehen, erstmal Pixel aufsammeln, da die sind. Wo sind denn die Truhen mit den Ärzten hin? Frag mal Dave am besten. Oder? Nee, ich hab die gar nicht. Warum hast du die mitgenommen? Die Truhen hatte die. Die sind abgebaut. Soll ich dich mal töten? Den Inhalt hatte Dave wahrscheinlich. Nein, hab ich nicht. Nee, nee, Dave ist gar nicht hier. Der hat keine Chance, was zu kriegen. Den Inhalt hab ich da wieder rein. Den hab ich ja hier nur gehabt, weil, keine Ahnung. Den Inhalt hat das Schiff gefressen. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt insgesamt? Keine Ahnung. Ich glaube, normal hier Eisenerze haben wir jetzt hier genug gefarmt, aber Kohle brauchen wir. Also ich hab ganze 5er Kohle. Ja, warte mal, ich schau mal, wie viel ich habe. Am besten schaut jetzt jeder, wie viel Kohle er hat. Davon brauchen wir jetzt am meisten. Also ich hab auch keine Kohle dabei. Ich hab 22. So, ich hab 184. Das ich hab 80. Ja, das aus der Truhe genommen wahrscheinlich, Alter. Gefarmt hast du nämlich nichts. Das ist mein Zeug. Okay, dann lass das hier noch mitnehmen und dann lass hochgehen. Genau. Meins. Nein, so, das ist mein Zeug. Magst du mir mal bitte meine Bandagen wiedergeben? Nein. Muted. Ja, steche dich. Darf mich auch Speer. Nicht töten. Ich geh weg, ich hab 'nen Schlitzi. Ja, ich habe eine viel bessere Reichweite als du mit deinem komischen Buttermesser Schlitz, da. Schlitz. Ich krieg ja keine ordentliche Waffe hier. Jetzt red ich aber aus, nicht, dass er jetzt wieder jeder sonst was denkt, wenn man Schlitz was? Hört. Vor allem in Kombination mit Speer. Ja. Ist egal. Das versteht der Kleine noch nicht. Also ich kombiniere so. Schlitz immer mit Wurst. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber... Ja, jetzt Wurst. Was für Wurst? Bockwurst. Oh Gott, ich werd angegriffen. Mann, du kannst ja kein Licht machen. Jetzt gehen wir doch wieder weiter runter, weil so viele schöne Dinge hier sind. Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Wir brauchen ja auch noch Gold, Silber und so, um das Ganze zu verkloppen in dieser Raffinerie, um mal ein bisschen Pixel zu machen. Uiuiui, gefährlich. Oh ja, immer diese verdammten Spitzen hier, ey. Die gehen mir auf den Sack, Mann. Hör mal, du hast doch jetzt auch verkackt. Dennis, ne? Was machst du da oben? Leg mich hier gerade mit Vögeln an. Oh, da unten, da geht's ab. Da unten geht's ab. Ich würde mal sagen, wir gehen nach oben, weil. Dann zeig ihm mal, wo der Hahn ist. Ja, sehr gut. Ich fürchte mich so ein bisschen gerade. Einen habe ich getötet. Hallo, Kachen. Dadurch könnten wir ja ziemlich schnell oben sein, aber. Hat jemand von euch noch zwei Diamanten? Ja. Alter, ist das denn ernst? Wozu brauchst du die denn? Was willst du denn damit machen? Jetzt bin ich neugierig. Kann ich den Diamant. Dingsbums. Ich will auch eine Diamant, aber ich habe keinen Plan. Ich würde gerne erstmal eine Gold haben, das wäre auch super. Ey, ohne Scheiß, wartet bitte, bevor ihr Pixel herstellt oder ausgibt, weil sonst können wir das nicht bauen, was wir eventuell gerade bauen wollen. Genau, wir wollen auch den Roboter bauen, damit wir schon mal hier in der Story weiterkommen, so ein bisschen, weil, soll ja kein Endlos-Projekt werden. Alter. Irgendwann ist ja Ende und Game Over, ne? Dieser danach Hintergrund, Können wir wieder uns um die Story kümmern. Ja, also zumindest bis zum vierten Boss und danach ist erstmal Ende, aber... Naja, sorry, wir haben jetzt auch nicht so wichtig, aber geil ist halt, wir können dann wieder viel geilere neue Scheiße bauen. Oh, wir finden gerade zwei Diamanten. Das hast du jetzt mal nicht erzählt, Alter. Verdammt. Nee, aber jetzt immer ohne Scheiß, bist du echt schon so weit, dass du was mit Diamanten herstellen kannst? Also upgraden kannst? Du musst die Dinger ja upgraden, ne? Also ja, klar. Brauchst du erstmal eine Platin. Ja, die habe ich. Alter, jetzt weiß ich, was das ganze Platin ist. Okay, da das siehst kostet, du mal die ganzen Egoisten. Deswegen sagt er auch nichts, ne? Der ist die ganze Zeit am Reifen hier. Was dazu dazu sagen? Das kostet jeder weg. Das kostet ja Pixel. 800, glaube ich, ne? Oder 1600? Pixel habe ich 3600 aktuell. Alter, woher hast du die ganzen Pixel, Gottverdammt? Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit Monster gekloppt. Ach so, alles klar. Dann lass mal rüberwachsen, mein Junge. Magst du mir eine Goldspitzhacke machen? Auf jeden Fall, wenn ich das Gold von Kristallflamme noch bekomme. Ist alles in der Kiste. Das ist alles in der Kiste hier, in der da. Okay, warte. Lass mich in Ruhe. Warte, ich muss ja meine noch geben, wa? Genau, warte, ich hab aktuell keinen Platz. Ich mach mal eben. Büschenwart. What the fuck?
Hm? So, jetzt. Was ist das für Scheiße? Alter, wie das hier aussieht, ey, wie Behinderte. Behinderte? Behinderte. Was macht ihr? Ich mache einen schönen Hintergrund, hau ab, das ist mein Holz. Was brauche ich denn für die Gold überhaupt? Da brauche ich eine Silber- Mann, verzieh dich. Und Goldbarren. Okay, wo sind die Goldbarren? 400 Silber Pixel und 8 Goldbarren oder sowas. Und die Spitzhacke halt von ihm. Die hat er ja schon, die hat er ja schon. Ah, okay. Ja, die kriegst du auch nicht mehr wieder. Ja, das habe ich mir gedacht. Lass mal gleich schräg bauen. Das war nicht so viel. Wohl, der Enkel ist effektiv. Mann, David, das ist mein Holz. Verzieh dich doch mal mit deinem Vogel hintern, ey. Vogel hintern? Aber der sammelt meine ganzen scheiß Holzdinger hier ein. Aufs Maul. Boah, kann mal jemand verprügeln oder so? Geht leider nicht in dem Spiel. Ja, ist leider nicht in meiner Reichweite, aber prinzipiell wäre ich dabei. Meine lieben Freunde. David, wenn wir uns alle Real Life treffen, dann bezahle ich die, damit sie dich verprügeln. Echt? Cool. Ja, echt. Ja, warte, was habe ich denn jetzt hier für eine... Ja, Fresh Dumble, danke. Ja, kein Ding. Wie viel, wie viel gibst du mir denn, wenn ich ihn verprügel? Fresh die. Ein Zehner? Ja, für einen Zehner könnte ich es eventuell so einrichten, dass sein Gesicht oder seine Fresse so ein Klaviertasten ähneln, aber mehr auch nicht. Das ist in Ordnung. Okay, also das reicht dann. Das reicht, ist aber nett. Gut. Das ist aber richtig nett von euch. So eine Freundin wünsche ich mir. Für unseren Kumpel. Andere Leute dafür bezahlt, mich zu verprügeln. Diamanten. Das mache ich nicht selber, ey. Das ist mir meine Bratpfanne zu schade. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Oh, Diamant. Direkt mal die Raffinerie damit. Weißt du, was dem Dude gefällt? Definitiv nicht. Oh, ich schmeiß einfach mal Setzlinge rein. Was? Was gefällt dir oder was gefällt dir nicht? Du wolltest was sagen. Nee, ich hab gesagt, jetzt wissen wir, was dem Dude gefällt. Ach so, ja, mir gefallen Diamanten. Diamanten. Dem Dude gefällt viel Kohle in seinem Schiff, wenn ich da wegfliegen kann. Oder so. Kannst du was Sinnvolles machen, außer in der Wohnung herumzuhüppeln, wie so ein... Ja, der ist momentan noch aktuell auf unserem Planeten, also... Ja, er hüpft ja auch hier sinnlos durch die Gegend. Ui. Sinnlos? Ja, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn gerade nicht, aber ich verklopp ihn gleich mit meiner Taschenlampe. Wahnsinn. Du in deiner Hand? Achso, ein Weihnachtsbaum. Yay. Yay. Oh. Yay. Zydropisch lebt. Oh. 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 Okay, können wir wieder normal reden wie gebildete Menschen? Wie normal, oder? Ja. Okay. Nein, das können wir Wieso nicht. Wieso wieder? Haben wir noch gar nicht. Nein, das können wir nicht. Oh mein Gott, warte, wessen Stimme war das jetzt gerade? Ich habe auch gerade überlegt. Les Claro. Das war das Hydropi in mir. Danke. Hydropi. Ja. Du hast mein Holz aufgesammelt. Gib's wieder zurück. Vergiss es. Alles klar, Dude. Ich werde dich töten. Lecken Sie mich doch. Wo? Oh. Ja, noch so schönes Bauen hier. Ein Dönerstand. Das wäre cool. Oh, den größten Traum der Menschheit werden sie nicht einpflanzen. Oh yeah. Spiel. Im Radio ist ein Küken. Ey, oh, Diamant. Wieso finden alle Diamant aus zu mir? Ja. Ja, wir hatten auch vorhin eine große Ahnung. Ich habe übrigens 4 Kristall, aber das nützt euch wahrscheinlich nicht. Er macht dafür zu bauen. Der gibt die Kristalle her, da mache ich jetzt einen schönen Stuhl draus. Was will ich denn mit dem scheiß Stuhl? Ey, da oben, da ist auch noch was, aber das ist Kristall wahrscheinlich, ne? Ich hab jeden Morgen genug Stuhl. Definitiv. Okay. Ja gut, aber so eine Nase Crystal Meth ist auch super. Warte mal, da muss ich hin. Alter, dieser Ich glaube, ich hab noch hier noch im Inventar, komm mit, folge mir. Ja, aber ich hab so das Gefühl, als hätte unser Unterschlupf kein bisschen Struktur. Ja, hat es auch nicht. Ist einfach nur so dahin gewurstelt, so ein bisschen, ne? Ja, ja nur das, so ein bisschen. Das war ich. Kann es sein, dass der Weihnachtsmann hier sie keil macht? Der Weihnachtsmann macht sie keil? Nee. So, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Dazu ist der Winkel zu... Zu 90 Grad? Ja, zu 90 Grad. Ich glaube. Wow! Zusa, bau mal eine Treppe. Ich bin sehr schlecht. Zusa, bau mal eine Treppe. Yeah. Do your job. Ich friere langsam. Ich habe keinen Bock auf die Crystal jetzt mitzunehmen, weil ich friere. Das ist mir egal. Warum frierst du denn nicht, Alter? Ich verstehe das nicht. Ja, Junge, ich hab leider ständig. Sagt mal, wollt ihr mal Nein.
in einen Asteroidenfeld fliegen? Nein, da wollen wir nicht. Nein, da wollen wir nicht. Nein. Doch, hier ist ein Asteroidenfeld. Ja, dann flieg doch hin da. Alter, nicht, aber nicht mehr ohne Kohle. Ohne Kohle, bitte. Flieg da mit deinen Flügeln hin. Bist du denn ein Vogel geworden, wenn du überhaupt fliegen kannst, du komisches Tier? Bist du ein Pinguin oder was? Merk dir die Koordinaten, schreibst du dir auf, dann können wir nächstes Mal dann fliegen. Bordbeschädigung. Dude, komm mal ran hier, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, was er hat, aber es hört sich nicht gesund an. Alter, ich komm da nicht hoch, Mann. Ja, soll ich dir was machen? Bau mir mal eine Treppe, Da, bitteschön. Ich komm da trotzdem. Ich komm nicht rüber oder was? Nein, das ist. Low Skills. Da seid ihr. Warte mal, boah, bin ich Noob, Alter. Na gut, es hilft doch nichts, ich muss Kohle formen. Was hast du für eine Waffe? Dämmchen. Du, also, ich ja, nee, ich muss mich erstmal ein bisschen aufwärmen hier, weil. Ja, aber halt was? Wie gut ist die? Blitzi halt. Warte, ich hab's gerade aufgesammelt. Ja, die ist besser als die, die ich hier im Inventar habe. Deswegen gebe ich die einfach wieder zurück. Ja, yeah, Stützi. Stützi, Stützi. Bitte sehr. Cool. Doch richtig so ein Rambo-Messer, ey. Passt doch zu einer Frau. Richtig. Nein. Also ich komm da nicht hoch. Guck mal, hab ich den Hintergrund nicht schön gemacht von der ersten. Ja, aber richtig. Wenn der ist wunderschön. Muss ja jeder hochkommen. Brauchst du noch Holiday Spirit? Oh ja. Gib mir noch mehr von dem Weihnachtsscheiß. Kann ich noch weiter unsere Dings hier verunstalten. Ach, du schaffst das noch, zu sterben. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie du so viel Pixel herkommst, ganz ohne Scheiß. So wie du dich anstellst hier. Ich hab die ganze Zeit Monster gefarmt, da und da unten verreckt er die ganze Zeit, oder was? Monster gefarmt? Er hat doch Monster gefarmt. Kann man sowas farmen? Ach, ja, das kann Stampel kein sein, oder bin ich das? Nee, ich war kein Stampel. Dum da di da di da dum dum da 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 da. Warum nicht? Ich will auch. Geht gar nicht sein. Alter, hier, ich häng hier meine Glocken jetzt hin, ey. Da kannst du mal gucken, ey. Bitte häng mal deine Glocken dafür. Alter, sind riesige Glocken. Lecker. Müsst ihr euch unbedingt angucken kommen, Leute. Nur einmal beißen. Sie sind immens. So, und jetzt weiß ich nicht. Wirklich ziemlich gigantisch. Also, Respekt dafür. Respekt für die Glocken. Ja. Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt. Was? Ich hab's dir gesagt, die sind immens. Ja, unbekannte Treppenbauer. Ich glaub halt sowas nicht immer direkt. Wieso pflanzt du denn das Scheißzeug nicht wieder an, Junge? Mach ich doch, chill doch mal. Mensch, ich hab grad erstmal alles abgebaut. Das sind Einwegpflanzen. Meine Güte, ist Einwegpflanzen? Die Frau ich dachte, das wäre nur Futumer. Warte, ich glaube, wir laufen zu weit nach rechts, nach oben. Ich glaube, wir kommen da gar nicht hin, wo wir wollen. Alter, wer hat sich denn hier so runtergeballert hier, ey? Ja, Wahnsinn. Das war spring mal aus, spring mal ins Loch, spring mal ins Loch. Scheiße! Ich war's nicht. Bobby war's nee, nicht. Ich war's. Das ja, war toll. Ich und... Das war klar als hier. Also, bist du gestorben? Nee, aber hier, der ärgert mich hier. Oh, toll, jetzt mein Kopf weggebuddelt. Wieso habe ich eine Kupferspitzhacke im Inventar? Kann mir das jemand erklären? Was? Hast du die mir gegeben, die Kupferspitzhacke? Nein, ich habe meine Kupferspitzhacke sogar komplett weggeschmissen. Yusa. Ich sehe die ganze Zeit hier Treppen und der baut mich ein, Junge. Ich fasse Yusa. Yusa. Oh nein. Jetzt bin ich auch wieder unten. Ah, komm, ich folge dem Yusa unauffällig. Wie sieht's mit der Zeit aus? Sie doch schon vor 5 Minuten gesagt. Ja, die wir vorbei. Okay. Die längst seit einer halben Stunde sind wir überzogen schon. Locker. Ja, dann suche ich mir noch einen Doofen, der jetzt abmoderiert. Kachen. Wir können bis nach Hause laufen. Eigentlich mit Kackgift gelaufen. Lass uns bis nach Hause laufen. Ja mal machen. Passt schon. Noch bis nach Hause, please. Ja. Und dann abmoderieren. Ich auch dafür. Na gut, von mir aus. Von mir aus. Ich bin gerade unterwegs, das geht nicht. Na, kriegt ihr noch nicht Schissen, hier hochzukommen? Ja. Siehst du, schiebt dir recht. Ja, stell dir mal vor, ich würde dich jetzt nochmal einbauen. Boah, nervt ihr, jetzt geht doch einfach. Alter, nicht jeder hat einen Doppelsprung wie du. Du alter Homo-Fürst, Mann. Lol, wie sieht denn das hier aus? Habt ihr schlecht geschissen, oder? schlecht geschissen, ich konnte nicht anders. Ich hatte so viele komische Dinger da. Alter, was geht denn hier ab? Gottverdammt.
Fragen Sie nicht mich, ich habe keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Mr. Kachen, Sie sind heute dran, bevor Sie einschlafen. Ich höre ja gar nichts mehr von dir, das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Ich lege mich erstmal hier hin und... Das ist Wahnsinn. Warum sagt der Kachen denn kein Wort? Hölle, Ruhe. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Starbound. Bis dann, macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss.